Jeder, der einen Zenith-Revolver besitzt, kennt das Problem der Brandringe, Schmauchreste, Bleirückstände etc. am Rahmen. Bei einem brünierten Revolver fällt das nicht so arg ins Gewicht, das sieht man nicht so direkt, aber beim Stainless sieht man es sofort. Ich habe schon viele Dinge probiert, von der Drahtbürste, 00er Stahlwolle, Autopolitur etc. Jeder hat da sein Rezept dafür. Bin aber durch einen User auf Facebook, Andy Fraggle, auf den Birchwood Casey Lead Remover and Polishing Cloth gestoßen. Vielen Dank für den Tipp, Andy. Dieses Ding ist der absolute Burner, muss ich ganz ehrlich sagen. Selten habe ich es geschafft, so einfach bei meinem 66er Smith Wesson die Trommel sauber zu kriegen. Ja, wir sehen hier, wie versifft jetzt hier unser Taurus V1-Revolver ist. Der ist total eingesaut. Und wir werden jetzt einfach mal hingehen und den Revolver jetzt mal versuchen sauber zu kriegen. Und ich lasse das Ding jetzt tatsächlich in Realtime laufen. Ich habe die Trommel nur ausgebaut, um sie besser darstellen zu können. Ich lasse es jetzt in Realtime laufen, um zu zeigen, wie einfach und schnell das eigentlich gehen kann. Man sieht schon, was der hier runterholt. Und ich habe jetzt einfach nur einen kleinen Lappen von dem gelieferten abgeschnitten. Und man muss ein bisschen Druck ausüben. Aber ihr seht, das Zeug kommt schon mal richtig, richtig gut runter. Ich mache jetzt erstmal das Grobe runter. Mal sehen, wo wir überhaupt stehen. Da seht ihr auch, was da echt für ein Siff mit runterkommt von der Trommel. Das ist absolut enorm. So, und jetzt haben wir, sage ich mal, soweit eigentlich von der Trommel schon mal das Gröbste runter. Wir mal rundherum noch ein bisschen schrubben. Kosten liegen für dieses Reinigungstuch bei 7,50 €. Link werde ich unten reinposten. Bitte entschuldigt, es gibt zwar, aber werde ich nicht posten, das Zeug bei Amazon, aber da ist der Preis einfach indiskutabel mit über 50 € wollen die dafür haben und das sehe ich nicht ein und sehe jetzt auch nicht ein, dass es euch das machen. Das heißt, ihr bekommt von mir den Link direkt zum Deutschlandvertrieb für Birchwood Casey Material. So, und jetzt, man muss jetzt auch dazu sagen, im Gegensatz zu meinem 66er Revolver, ist jetzt hier das Trommelgesicht relativ grobporig. Das heißt, hier könnte es ein bisschen anstrengender werden, tatsächlich das Zeug runterzukriegen. Aber ich habe jetzt auch bewusst den V1-Revolver dafür hergenommen, weil der natürlich als V1-Revolver relativ stark in der Verwendung ist. Und damit, sage ich mal, auch die Verschmutzung dementsprechend ist und da kann man das wunderbar demonstrieren. Na, dieses Video wird jetzt nicht dazu herhalten, um jetzt irgendwelche Putzanleitungen eines Revolvers zu machen. Das heißt jetzt, dieses Thema Laufreinigen und wie auch immer, das mache ich offline. Hier geht es in der Tat einzig und allein um das Thema Entfernen von diesem Brandring, Schmauch, Bleirückständen. Ihr seht, was allein dieser Lappen jetzt, dieses kleine Stückchen an Siff und Schmauch und Blei und so weiter von der Trommel runtergeholt hat. Und wie gesagt, nochmal diese Trommel, die ist im Gegensatz zu einer Smith, ich weiß nicht, ob man das sieht, man sieht die Stellen, wo halt die Trommel gedreht wurde. Ja, das ist halt
Beim Smith & Wesson Revolver zum Beispiel ist es eine absolut glatte Oberfläche und da ist es wegen Picoballo sauber bei mir. Und auch hier sieht man schon, die Brandringe sind tatsächlich weg und wir sind jetzt noch nicht mal 5 Minuten unterwegs. Ja, also das ist phänomenal und ich glaube für einen Vereinsrevolver kann das jetzt durchaus so bleiben. Ja, natürlich haben wir hier auch den Rahmen, auch da sieht man, was da an Dreck und Siff und Schmodder drin hängt. Und auch dafür kann das durchaus verwendet werden. Ihr seht, das geht direkt runter, das Zeug, das selbst mit diesem schon eingesauten Lappen. Aber den werde ich wohl jetzt gleich mal austauschen müssen, weil ich glaube, da hole ich jetzt wahrscheinlich mehr Dreck in die Waffe rein, als ich raushole. Dann schneiden wir nochmal ein Stückchen ab. Ja, das wird also in einer Ziploc-Taschentüte mit einer zusätzlichen Tüte geliefert. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man jetzt jedes Mal diesen Aufwand betreiben muss, um den Revolver zu putzen. Ja, aber wenn es halt ein Revolver ist, der stark verwendet wird, oder so für die Hauptreinigung, so 2-3 Mal im Jahr, sage ich mal ganz ehrlich, ist das echt ein super, super geiles Produkt, was wirklich funktioniert und zwar ohne eine größere Anstrengung. Ich habe sogar oben in dem Bereich zwischen Konus und Rahmen habe ich dort die Brandstellen, Schmauch und so weiter komplett wegbekommen können. Einfach habe ich einen Schraubstock gespannt und dann einfach schön hin und her geschrubbt. Und dann sieht man auch, was da für ein Schmodder, allein schon da oben in diesem Spalt, was da rauskommt. Ja, also das ist wirklich phänomenal, das Ding. Nochmals Andi, vielen, vielen herzlichen Dank für den Tipp. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass es so gut geht. Na, wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Detailreinigung. Ihr wisst, glaube ich, jetzt, um was es geht. Und könnt euch jetzt, sag ich mal, so ein bisschen eine eigene Meinung bilden und das Zeug bestellen. Wie gesagt, Link poste ich wie gehabt unten. Und selbst da seht ihr jetzt hier, was mit diesem kleinen Lappen, was da runtergenommen wurde. Das ist echt enorm. Und jetzt hier die Trommel, die ist auch soweit, wie man sieht, tatsächlich sauber. So, ich denke mal, das ist durchaus ein super empfehlenswertes Produkt. Birchwood Casey Lead Remover and Polishing Cloth. Auf jeden Fall Prädikat super, super empfehlenswert. In diesem Sinn, macht's gut.